Einen wunderschönen Tag aus meinem Atelier. Heute wollte ich euch zeigen, wie kann man mit solchen Spachtel, es gibt große und kleine, ein modernes Bild zu zeichnen. Und ich habe mich entschieden für warme Farben. Und ich bin Albina Dworzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und ich zeige euch ein paar Tipps und Tricks für Spachteltechnik. So, wie fangen wir an? Es ist immer besser, mit helleren Farben anzufangen. Und dann machen wir Folgendes. Und wir nehmen einfach die Farbe und wir packen das so auf unsere Spachtel. Und zum Beispiel die zweite Farbe, die ich dazu nehmen wollte, das ist dann gelb. Und so habe ich meine Farben auf meinem Spachtel. Und ich würde das so einordnen, dass es so die Mitte vom Bild ein bisschen leuchtender ist mit Farben und die Ecken ein bisschen dunkler erscheinen. Dann nehme ich meine Farbe und drücke ein bisschen fest. Und so werdet ihr sehen, wenn ich dann so ziehe, dann verwischen sich die Farben ineinander und es entsteht wunderbare Struktur und meine ganze Farbe ist leer. Jetzt nehme ich wieder noch ein bisschen Weiß. So. Und wieder ein bisschen Gelb. Und ihr könnt natürlich eure Farben aussuchen, was es euch gefällt. Und jetzt mache ich den Strich andersrum. Ich gehe hier von der Mitte, lege den Spachtel fast liegend und dann ziehe ich das in andere Seite. Und so weiterziehen und so entstehen sehr schöne Farbenverläufe. Und wenn ich möchte, dass mein Gelb noch mehr nach unten läuft und diese Kante ein bisschen verschwindet, da kann ich dann Spachtel ohne Farbe hier stellen und weiter nach unten ziehen. So, so entstehen wirklich wunderbare Effekte und dann kann ich auch sozusagen, ihr seid kreativ, ihr könntet dann auch in den anderen Richtung vielleicht von hier da zu ziehen. Ja, dann wird die Farbe nochmal weiter sich verteilen und so entsteht schon ein bisschen Struktur. Und dann nehme ich zum Beispiel ganz normalen Spachtel und ich wollte, dass diese Linien hier verschwinden, dann spachtele ich das ein bisschen so rum. Und da ich dann drunter meine gelbe Farbe hatte, dann kommt der Gelb noch mehr zur Geltung. Und dann, da ich jetzt Gelb da habe, da kann ich da noch ein bisschen von Gelb. In die Mitte lasse ich mein Weiß und ich ziehe vielleicht da noch wenig von diesem gelben Farbe. So habe ich meine hellere Farbe schon reingetan. Dann mache ich meinen Spachtel sauber. Es ist wichtig, immer wieder Spachtel sauber zu machen, bevor wir andere Farbe nehmen. Und dann nehme ich einen anderen Farbton, das ist dann so orange. Und ich mache auch das gleiche, vorne ein bisschen orange und nach hinten nehme ich ein wenig rot. Wir gehen immer von hell zu dunkel, weil so haben wir keinen Schmutz sozusagen im Bild. Und wie ihr das hier spachtelt, das ist, wie gesagt, eure Kunstwerk und ihr könnt das wirklich so machen, wie das lustig ist. Ja? Und dann stelle ich das da und ziehe wieder flach ein bisschen zur Seite. So und so habe ich wunderbare Effekte und das kann ich auch jetzt hier so ein bisschen einsetzen. Ja? Und wenn die Farben sich zusammen vermischen, dann habe ich nicht nur wunderbare Effekte und Farbverläufe, sondern auch ein paar Zufallsprodukte, wo die gespachtelte Farbe in andere wunderbar reinfließt. Und es ist auch schön, wenn wir die abstrakte Bilder machen, wenn dass die Farben sich, wenn ich dann hier orange mache, dass sie sich widerspiegeln
Und dann mache ich das auch wieder, immer wieder, den gleichen Prinzip. Orange und an die Seite ein wenig rot. Zack. Und so spachtele ich mit dieser Farbe jetzt von oben nach unten praktisch da. Halte ein bisschen meine Leinwand und dann, ich kann am Anfang auch ganz leicht so ziehen, ganz leicht so mit meiner unteren Schicht verbinden, so, und dann sozusagen eine richtige Stelle finden und dann loszulassen und weiterziehen. Ja? Und hier zum Beispiel würde ich sagen, ich würde das jetzt so lassen, weil das gefällt mir jetzt. Und ich ziehe hier ein wenig mit das, was da geblieben ist, mache ich hier ein kleines Strich. So, und jetzt nehme ich noch dunklere Farbe. Und wenn er sagt, nee, ich wollte nicht so harte Kanten haben, dann könnte das den anderen Spachtel nehmen, das alles zu verwischen und die Farben von helleren nach dunkleren ineinander fließen lassen. Und immer so von hell nach dunkel. Ihr könnt natürlich auch von dunkel nach hell machen. Ich zeige das auch. Da sollte man nur ein bisschen vorsichtiger sein, weil die Farbe, die bunte Farbe, so die dunklere Farbe ist ein bisschen intensiver. Nicht, dass ihr zu viel nimmt. Ja? Zeige ich nochmal zum Beispiel, wenn wir sagen, nee, das will ich nicht, dann kann ich das auch weiter ein bisschen ziehen. Aber wie gesagt, dann entstehen, ich ziehe immer lieber von hell zu dunkel, weil da ist das sicherer, dass wir das vorsichtiger ziehen können und die Farben vermischen sich besser. So. Und das gefällt mir hier da auch, aber das ist mir auch wieder zu hart. Und dann kann ich wieder Weiß nehmen und ganz leicht ohne Geräusche dieses Weiß ins Orange fließen lassen. Dann abtrocknen. Wenn wir eine Farbe in andere fließen lassen, wenn ich sage, hier wollte ich diese weißen Stellen nicht mehr haben, dann kann ich das einfach mit Spachtel ganz leicht ziehen und dann hier ein bisschen verteilen. Ja? Und jetzt mache ich Folgendes, ich ziehe Weiß noch ein bisschen runter hier, weil ich wollte, dass das hier, diese Stelle ein bisschen zugedeckt ist. Und dann das, was bleibt, kann ich natürlich ab und zu schade um die Farbe am Rand irgendwo verwenden, wo ich denke, das würde das danach ganz gut passen. So, jetzt ziehe ich wieder von Weiß nach unten, damit ich diese Luke schließe. Und da schließe ich nicht nur die Luke, sondern ich schaffe auch tolle Effekte, so ein flüssiger Übergang von einer Farbe in andere. Und solche Effekte entstehen, wenn wir wirklich nass in nass arbeiten. Und das könnt ihr alles zu Hause probieren mit ganz normalen Acrylfarben und Spachteln. So, und jetzt nehme ich, damit die Farben richtig viel noch mehr leuchten, brauchen wir in Malerei Kontrasten, egal ob das Aquarellmalerei, Acrylmalerei oder Ölmalerei. Malerei lebt von Kontrasten, von Licht und Schatten und von Kontrasten. Deswegen nehme ich jetzt wirklich zwei sehr dunklere Farben, Umbra gebrannt und Schwarz. Ja? Und dann gehe ich von vom Rand ins meine Farbe. Ich wollte, dass der Rand ein bisschen dunkler wird. Dann halte ich wieder meine Leinwand und ich ziehe das da ein bisschen halten. Ja, und dann rein in die Farbe ziehen und loslassen. So. Und so seht ihr, so können wir die dunklere Farbe im Bild reinbeziehen. Und das Ganze erstmal so unterschiedlich im Bild verteilen, da wo wir Kontraste haben wollen.
haben die schwarze Farbe meistens, das ist sehr intensiv und da brauchen wir wirklich ab und zu nicht zu viel. Ich wollte das an Kanten verteilen. Hier lasse ich meine Kante so mit Orange. Und da wollte ich euch noch eine Sache zeigen. Hier ziehe ich das ein bisschen. Von diesen Farben gibt es auch von diesen Spachteln gibt es auch unterschiedliche Größen. Wenn ihr merkt, dass es noch so viel Farbe geblieben ist, dann können wir auch kleinere Spachtel nehmen, die Farbe abkratzen und dann in kleineren Stellen hier die Farbe im Bild weiter einfließen lassen. Ja. So flach liegen, ziehen und wunderbare Strukturen beobachten. Und jetzt, wenn ich von dieser Stelle mit meinem bisschen schmutzigen Spachtel ziehe, da vermischen sich die Farben und da gehe ich wieder von hell zu dunkel und dann entstehen auch wunderbare Farbübergänge. Das sieht das selber, dann vermischt die Farbe sich mit unterer Farbe, obere mit untere und dann könnt ihr das so lange experimentieren, bis er sagt, okay, das gefällt mir sehr, was können wir auch machen? Wir können so spachteln und dann entstehen noch zusätzliche Strukturen im Bild. Und bei solchen Techniken sage ich immer, wir sind wirklich frei. Und wir können das so gestalten, wie es uns gefällt. Und hier zum Beispiel würde ich sagen, da möchte ich gerne Schwarz gleich mit Orange vermischen. Und da würde ich das auch, den Spachtel, erstmal sauber machen. Erstmal sauber machen, mit anderen Spachtel geht das hervorragend. Und wenn ich hier ein bisschen Farbe habe, dann kann ich das im Bild einbauen. So, ja, und da wollte ich an dieser Stelle jetzt dieses Rot in Schwarz ziehen und wenn wir eine Farbe in andere ziehen wollen, dann sollte der Spachtel sauber sein und so können wir das leicht von einer Seite von hell ins Dunkel die Farbe ziehen, ja, ziehe, so mache ich ein bisschen weg die Farbe, legen. Und weiterziehen. Das ist jetzt so liegen und weiterziehen. So. Sieht er? Und so entsteht ein Übergang von einer Farbe in andere. Hier mache ich einen festen Anfang mit Dunkel und dann ziehe ich und dann kann ich das hier auch solche Effekt machen und da. Und da vielleicht auch. Und so kann ich sagen, ich bin jetzt mit meinem Ergebnis sehr zufrieden. Mir fehlen nur noch ein paar Kontraste. Und die würde ich jetzt heute nicht machen. Das mache ich morgen, weil da wollte ich eine Farbe nehmen. Das ist so ein Kobaltblau. Und wenn wir eine Farbe nehmen, die so aus Komposition rauskommt, dann würde ich euch empfehlen, dass das trocken lassen und nächsten Tag mit neuer Farbe anfangen und weiter zu machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, probiert das und wenn es euch meine Video gefallen hat, dann freue ich mich auf eure Kommentare. Abonnieren Sie mich bei YouTube, so kriegen Sie neue Videos von mir und folgen Sie mich bei Instagram und Facebook Dara Kunstschule. Ich freue mich auf euch und viel Spaß beim Ausprobieren. Eure Dara.